Also der Sommer steht vor der Tür und der eine oder andere kennt das. Über den Winter hat man sich so ein paar Gramm oder Kilochen angefressen. Und damit die jetzt noch schnell runtergehen, haben wir in einer Kurzpräsentation Frau Melanie Hagemann und Frank Winkler, die einem Möglichkeiten zeigen, die wohl sehr gut. Das ist das, warum Ali die 12 Kilo verloren hat. Um diese Diät geht es. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Mein Name ist Frank Winkler. Ich bin der Initiator dieser unserer Kur. Wir haben das Ganze vor 4 Jahren gestartet und inzwischen ca. 20.000 Menschen durch die Kur hindurch begleitet. Also ein großes Erfolgskonzept. Die Melanie ist eine der jüngsten Erfahrungsberichterstatterinnen. Die habe ich hier dabei. Die wird nachher noch 5 Minuten zu Ihnen reden. Draußen steht Ihr Mann bei uns am Stand. Und ich möchte Ihnen jetzt mit der ersten Folie mal ganz kurz einen Überblick geben. Ich habe übrigens das Thema Abnehmen ein bisschen abgeändert in Milieupflege. Das hat damit was zu tun, weil ich jetzt mehr und mehr so nach und nach verstehe, dass diese Kur am Rande was mit Abnehmen zu tun hat, sondern es geht sehr stark um das sogenannte Milieu, das Milieu in uns. Diese Überschrift, die entstand ein bisschen dadurch, dass ich vor 2 Wochen eine Ausbildung in Dunkelfeld Blutanalyse gemacht habe und erkannt habe, dass das Milieu letzten Endes alles ist und dass wir mit dieser unserer Kur das Milieu entsprechend positiv beeinflussen. So, was machen wir? Ich habe hier nur eine Folie. Also erstens habe ich normalerweise auf meiner Präsentation als Startüberschrift Du bist, was du isst. Sie wissen, dieser Sinnspruch sagt eigentlich sehr viel aus. Wir essen den ganzen Tag in uns hinein und das macht letzten Endes sehr viel mit diesem unserem Milieu. Bei der Dunkelfeld-Blutanalyse war zum Beispiel ein Begriff permanent gefallen, die Übereiweißung als Beispiel. Und deswegen haben wir jetzt in unserer Kur die Ernährung per se im Fokus. Das heißt also nicht einfach nur eine Supplementation, so nach dem Motto, ja, wir schlucken ein paar Vitamine und das passt dann schon, sondern man muss grundsätzlich die Ernährung angucken, damit das mit der Übersäuerung in den Griff zu bekommen ist und so weiter. Das heißt also, das ist bei uns in unserem Konzept integriert und viele Teilnehmer der Kur, die schätzen das sehr, dass sie dadurch eben eine Richtschnur haben, ein Konzept, wonach sie sich richten können. Sie machen dann die Kur kurativ für eine gewisse Zeit und nehmen dann halt sehr viel Erfahrung durch diese Kurerlebnisse dann in ihr künftiges Leben. Mit dieser Form der Ernährung, sehr stark gemüselastig natürlich, niederkalorisch, wird dann natürlich auch entsäuert oder vielmehr die Säurelast entsprechend gesenkt. Dann haben wir zwingend in unserem Programm auch den Punkt Entgiftung. Das muss man tun, wenn man Depotfett verstoffwechselt. Und genau diese Depotfettverstoffwechselung wird ja durch die Kur initiiert mit Erfolg. Genau da ist es dann wichtig, dass man entgiftet, weil bekanntermaßen im Fettgewebe, da sitzen die Giftstoffe, die Schwermetalle, die muss man ausleiten. So, und dann haben wir auch eine Mikronährstoffsupplementation in diese Kur integriert. Deswegen, weil wenn man sich mit der medizinischen Definition für Vitalstoffe oder auch Mikronährstoffe befasst, dann liest man da quasi schon eingangs, dass die Mikronährstoffe sowas sind wie der Treibstoff für den Stoffwechsel. Ohne Mikronährstoffversorgung, ohne eine auskömmliche Mikronährstoffversorgung kann der Stoffwechsel nicht gut funktionieren. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder regelmäßig bei Messungen feststellen, dass das Stoffwechselgeschehen, dass der Stoffwechsel, die Stoffwechselaktivität bei unseren, Probanden meistens sehr stark im Keller liegt und dass man mit dieser Kur sofort Einfluss nimmt eben auf diese Stoffwechselaktivität. Hierzu
Hierzu haben wir dann auch Streukügelchen im Einsatz, die zeige ich Ihnen nachher gleich. Also wir haben also auch die Feinstofflichkeit in diese Kur integriert, weil häufig natürlich Übergewichtsthemen oder überhaupt auch Gesundheitsthemen sind natürlich nicht immer nur im Materiellen zu suchen, sondern auch im feinstofflichen Bereich, also im seelischen Bereich. Und deswegen haben wir diese Streukügelchen noch integriert. Und was wir also mit großem Erfolg sehr häufig tun, um nicht zu sagen überwiegend, das ist natürlich Depotfett abbauen. Was wir immer machen, das ist den Stoffwechsel grundsätzlich in Gang bringen, also mobilisieren. Und was wir häufig auch tun, das ist so ein Thema der letzten 12 Monate, auch die Darmgesundheit anpacken, angucken. Weil die Herde, die sind bekanntermaßen, wenn man also Dunkelfell-Blutanalyse macht, die sind im Zahnbereich zu suchen und im Darm. Deswegen ist das auch sehr wichtig. Okay, das war's mal in aller Schnelle von mir. Wir haben draußen einen Stand, also wenn man hier zur Tür rausgeht, links. Ich möchte jetzt aber, und das ist auch ein Tipp an andere, also an Sie auch, immer auf die Erfahrungen mit einer Maßnahme gucken. Also ich gucke auch immer nach Erfahrungsberichten. Und deswegen habe ich gestern bei dem Herrn Birkmeier auch insbesondere hingehört, als er die Erfahrungen seiner Patienten geschildert hat. Das ist für mich immer das Spannendste. Deswegen übergebe ich jetzt das Wort an die Melanie Hagemann, die mit unserer Kur Großes geschaffen hat. So, ich möchte kurz ein Bild zeigen. Das sind die Streukügelchen. So, das dazu. Dankeschön. Hallo. Ich bin Melanie, 46 Jahre alt und das war ich noch im Oktober 2017. Ich war über 30 Jahre übergewichtig und mit 16 habe ich schon gehört, du kriegst nie einen Mann, weil die wollen alle eine schlanke Frau haben. So hat sich das dann in meinem Kopf richtig festgesetzt. Ich habe über die Jahre hinweg ganz viel ausprobiert, die unterschiedlichsten Diäten, die man halt so finden kann. Wenn jemand in meinem Umfeld was geschafft hat, dachte ich mir, wow, das muss möglich sein. Nach 3 Wochen war das dann schon nicht mehr möglich. Irgendwo verlor ich dann die Lust oder ich habe 10 Kilo abgenommen und dachte dann, okay, jetzt passt das wieder. Ich habe Modenschau gemacht und dachte mir, ich kann mich dafür belohnen. Aber über 10 Kilo bin ich nie hinweggekommen. Wie kam das jetzt, dass ich das erreichen konnte? Mittlerweile sind es 43 Kilo und mit Leichtigkeit. Wirklich, das soll nicht arrogant sein, es war tatsächlich mit Leichtigkeit. Im Oktober, also links das Bild, das rechte Bild daneben, das war am Bodensee, da war ich, das war 3 Monate vorher, also auch noch aktuell. Da war ich recht unglücklich über meinen Zustand, das waren immer so Höhen und Tiefen. Mal kam ich gut damit zurecht, mal nicht, zu dem Zeitpunkt dann weniger. Als ich die Urlaubsbilder sah, dachte ich, oh Gott, und ich war kurz davor, alles zu löschen. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich die heute noch habe, um das vergleichen zu können. In Facebook bin ich durch Zufall auf einen Post gestoßen von einer ehemaligen Kurteilnehmerin und mir haben da einige Punkte sehr gut gefallen. Zum einen hat sie in 16 Wochen 23 Kilo abgenommen. Sie schrieb, dass sich ihre Haut zurückgebildet hat. Sie schrieb, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion hatte und sie schrieb, dass sie keinen Hunger hatte. Und ich dachte, wow, das könnte meine Lösung sein, weil ich hatte eine Blockade. Das ist mir heute bewusst. Deswegen wusste ich auch, dass ich nicht über 10 Kilo gekommen bin, weil ich wusste, ich brauche mehr und dann habe ich hier meine Hängebauchlappen. Also wollte ich lieber dick und rund bleiben. Dann war ich schon immer jemand, der genussvoll gegessen hat. Umsonst kommt das ja nicht. Also konnte ich mir keine Shakes vorstellen und als ich dann las, man kann ganz viel essen, fand ich das großartig und ich habe alles geliebt, also auch das Gesunde, aber halt das weniger Gesunde ebenfalls. Und dann kommt noch hinzu, dass ich eben auch in einer permanenten Schilddrüsenunterfunktion bin. Ich habe nämlich keine mehr, die wurde mir vor 3 Jahren herausoperiert, komplett und seitdem muss ich künstliche Hormone nehmen und die Dosierung war immer sehr schwankend. In 5 Monaten habe ich das erreichen können, habe ich 40 Kilo geschafft. Ich habe schon gesagt, mit einer Leichtigkeit. Mein Mann konnte ich damit sehr anstecken, denn er
Dem ging es ebenfalls nicht sehr gut. Er hatte zwar nicht viel Übergewicht, aber er hatte zu dem Zeitpunkt, am 17. März war das, da durfte ich eine Kurzzertifizierung machen, weil es bleibt halt nicht aus. Das Herz, das sprüht voller Eifer, Motivation. Ich werde angesprochen von meinem Umfeld und natürlich möchte ich das auch weiter empfehlen. Und mein Mann, der hatte hochgradigen Bluthochdruck. Die Ärzte wussten sich keinen Rat mehr. Sie haben alles Mögliche probiert. Er war zu dem Zeitpunkt gerade 3 Wochen krankgeschrieben, durfte nicht arbeiten, weil eben akute Schlaganfallgefahr war. Und bei dem Zertifizierungsworkshop sagte der Arzt, der dadurch führte, dass er die Detox-Kapseln, die in diesem Kurraum mitgenommen werden, halt hochdosiert werden sollen. Das haben wir gemacht. Er hat die Kur begonnen. Und nach 2 Wochen war er beschwerdefrei und also 17. März, ab dem 18. hat er begonnen, bis heute geht es ihm blendend, er muss keine Tabletten mehr nehmen, hat jetzt zudem auch 16 Kilo abgenommen und was wir an Lebensqualität zurückbekommen haben, das kann man nicht in Worte fassen, das kann man auch nicht mit Gold aufwiegen und ich bin einfach dem Frank Winkler dankbar, dass ja durch ihn das möglich war, denn ohne seine Initiierung hätten wir das nicht schaffen können. Dankeschön. Vielen Dank. Der Erfolg ist, der haut mich um. Euer Stand ist welcher? Der ist hier draußen. Also wenn man hier durch diese Tür rausgeht, linke Hand. Linke Hand. Also wer Interesse hat, noch ein paar Fünchen schnell vor dem Sommer zu verlieren, der kann dann linke Hand draußen an den Stand gehen. Wir fangen pünktlich wieder nach der Kaffeepause um 11.30 Uhr an. Wir haben etwas überzogen, aber wir fangen pünktlich an.